Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Themen, die wir haben, teilweise unappetitlich. Maden im Essen gefunden auf einem Flug bei United. Dann gibt es noch bei United Personal, das irgendwie sagt, du bist unruly, aber auch nur, weil der Flug überbucht ist. Auch eine Geschichte, wo man denkt, Banane. Dann weiter Singapore Airlines, die Turbulence Procedure, dass man sich hinsetzen muss als Crew beim Service, auch wenn das Anschnallzeichen nur so ein bisschen wegen Wackeln angeht, sorgt für Stress sowohl bei der Crew als auch bei den Passagieren. Airbus unterstützt die Zulieferer durch Pakete, meistens ist es natürlich Geld. Und was auch ein spannendes Thema ist in meinen Augen, wenn Leute, die nicht in den Lounge gehören, in der Lounge schlafen, da gibt es auch Bilder zu. Und wir haben... Was haben wir denn noch? Und zwar haben wir noch traurige Nachrichten als Nachschlag zu dem Thema von dem Kollegen, der gestern in dem Triebwerk sich da reinbegeben hat. Also es war Suizid, das leider. Gut, ihr könnt wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren und natürlich auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft und Stammtisch haben wir in Berlin nächste Woche Freitag, also quasi heute in einer Woche im Grand Hyatt. Der Wind geht hier schön durch. Ihr seht, ich lasse lüften in Ermangelung einer Klimaanlage. Und ja, Ulrich, nein, ich habe hier keine Klimaanlage. Werde einen Teufel tun, hier eine Klimaanlage einzubauen und damit meinem Vermieter die Nase zu vergolden. Wobei, ich zahle keine Miete, deshalb... auch ein Problem. Aber nun gut, so ist das im Leben. Lasst uns direkt in die ersten Themen einsteigen. Und das erste Thema, was wir haben, ist wirklich Airbus. Airbus gibt seinen Zulieferern Unterstützungspakete. Unterstützungspakete in der Form ganz einfach, weil bei einigen sind die Corona-Nachwirkungen immer noch zu spüren. Ein Fall, der ja auch ein Riesenproblem darstellt, ist ja die Spirit-Leute, die Hüllen herstellen oder aber auch Flügelelemente und so weiter für die Flugzeuge. Ich glaube, in Belfast ist ein Werk. Und da ist es wirklich so, also Flügelelemente für den 220er, ist es so, dass man natürlich das nicht an Boeing gehen lassen will, weil man da natürlich auch Know-how-Transfer vermutet. Also insofern muss man dann selber investieren. Und da ist auch Airbus dran interessiert, aber es ist halt ein sehr, sehr großes Thema, das Ganze zu entstricken und den Rest dann an Boeing gehen zu lassen. Ihr wisst ja, dass die Firma ja eigentlich von Boeing gekommen ist. Die haben dann Zulieferer aufgekauft und Marktbegleiter und haben jetzt aber selber Qualitätsprobleme und sind dadurch halt in eine finanzielle Schieflage gekommen. Und man muss halt überlegen, dass wenn man halt diese Aufteilung macht, dass das leider nicht ganz so einfach ist. Und ich denke mal auch wahrscheinlich, das Europäische Kartellamt hat da wieder irgendwelche Mitspracherechte. Heißt also, die Frau Verstager wird sich da verewigen. Weiter geht es dann natürlich auch, dass man 75 A320neo, 14 A220er, 12 A350 4 A350neo in Summe über 100 neue Flugzeuge pro Monat als Ziel hat. Heißt also, hat sich quer durch die Programmliste bis 2028 halt knallharten Produktionszahlen verschrieben. Und das geht dann auch nur, wenn man diese Produktionskette aufrechterhalten kann. Und es gab ja auch bei Boeing schon mal die Problematiken, dass irgendwelche dann zusammengeklappt sind und dass man die Bude dann kaufen musste. War, glaube ich, auch beim 380er irgendwo auch mal das Thema. Auf jeden Fall ist es so, dass man natürlich die Mitarbeiter und so weiter halten konnte. Und auch ein Thema, was man macht, und das finde ich eine relativ coole Geschichte, Airbus hat eine neue Abteilung gegründet, wo man Materialien einkauft, zentral für die Zulieferer auch, um dann Mengenrabatte zu bekommen und das dann von den Zulieferern als Lösung wegnimmt. Ich finde das lustig mit dem Wind und den Haaren. Also insofern genießt das. Wie findet ihr, dass das Airbus da den Leuten unter die Arme greift und damit dann quasi die Produktion hochfahren kann? Boeing kann es mit der 737 nicht. Die haben ja immer noch die Hände gefesselt, muss man ehrlicherweise sagen. Und deshalb ist das da ein bisschen problematisch. Also Spirit Aerosystems wird man kaufen, will da investieren. Das geht und das wird spannend, wenn 100 Flugzeuge pro Monat da wirklich rauskommen sollen. Also ich bin da gespannt. Also weltweit, ne? Weltweit.
Das zweite Thema, was wir heute direkt haben, ist ein trauriges Thema und das ist das Update von gestern von dem Kollegen, der sich da suizidal in das Triebwerk gestürzt hat. Ich hatte euch ja auch von dem anderen Suizid erzählt und da muss man natürlich sagen, dass das relativ teures Spaßchen ist, hätte ich fast gesagt. Also das heißt, wenn jemand da Sorgen, Ängste und Nöte hat, immer mit Leuten reden. Es gibt ja die Seelsorge zum Beispiel oder auch andere Möglichkeiten, da Hilfe zu bekommen. Ich persönlich muss sagen, dass das in meinen Augen keine Lösung ist. Ja? Also da solltet ihr dann Hilfe suchen. Aber hier in dem Fall ist es so, dass die Polizei das relativ schnell aufklären konnte. Und ich lese euch die Mitteilung im Prinzip vor, dass man halt da die königliche Marechaussee, entschuldige mein Niederländisch. Auf jeden Fall handelt es sich um einen Fall vom Suizid und man wird also auch nicht weitere Details nennen, um die Leute, die davon betroffen sind, heißt also Verwandte und so weiter, nicht weiter zu traumatisieren. Ein spannendes Detail ist halt wirklich nur, dass so ein Triebwerk eine Saugkraft entfaltet, was so einem halben 50 Meter Olympiabecken entspricht und das sind 1400 Tonnen Luft pro Sekunde. Ja? Also nur damit ihr wisst, was da passiert. Und deshalb ist es halt wirklich auch so wichtig, dass man nicht im Flugzeug aussteigt, solange die Triebwerke noch laufen. Und dass man halt hypervorsichtig ist, weil wenn man in diesen Sog reinkommt, da gibt es keinen Trend. Da wird, das ist so. Und ihr könnt ja mal googeln, es gibt da Bilder. Man macht ja auch bei Tests, da schmeißt man Geflügel rein, also tote Vögel, um zu gucken, dass die bei Vogelschlag noch weiter funktionieren. Also das ist schon krass, was da dann passiert und was da dann durchläuft. Also insofern als Hinweis. Ein Thema, was uns alle angeht, das ist immer Service an Bord. Und wir haben ja bei den Freunden von Singapore Airlines, die ja durch den SQ321er Flug diesen Todesfall auch an Bord hatten, hat man ja die SOP, also die Standard Operation Procedure, geändert und hat da gesagt, es wird nur noch einen Service geben, wenn das Anschnallzeichen nicht an ist. Aber es gibt halt jetzt Probleme, weil die Passagiere das nicht annehmen. Und fürs Personal ist das auch Stress. Heißt also, dass man da halt wirklich das Problem hat, dass man bei dem Service halt wirklich immer, wenn das Anschnallzeichen angeht, und ihr seht ja bei gewissen Flügen, da geht das an, da passiert nichts. Und dann muss man halt immer wieder die Sachen sichern und so weiter und so fort. Und die Passagiere sind halt auch unglücklich, weil der Service halt dann relativ lange dauern kann. Und da ist es so, dass die The Straits Times diese Maßnahmen halt jetzt kritisiert wird von den Crews, aber auch von den Reisenden. Und das ist halt ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt, den man da macht. Und das Problem ist halt auch wirklich, dass es dann zu Schwierigkeiten führt im Service, ganz einfach deshalb, weil die Zeit knapp wird ab einem gewissen Moment. Und das ist dann natürlich auch ein Thema. Und ihr wisst ja selber, wie mitreisende Kolleginnen und Kollegen sind. Da ist es dann halt immer auch ein Problem, dass viele halt dann nicht den Zusammenhang kennen oder aber auch einfach grundsätzlich ein Unverständnis haben, was ich nachvollziehen kann. Wenn ich hungrig wäre und das Essen kommt nicht und ich sehe halt eine Reihe vor mir, wird der Service unterbrochen, dann wird gesagt, aufgrund der kurzen Flugzeit können wir den Service nicht beenden, was ja oft genug zum Beispiel auf München-Zürich passiert ist, bei Lufthansa, bei der Swiss sehr selten im Gegensatz dazu, also das nur so als Hinweis. Also da muss man nochmal ein bisschen vielleicht nachjustieren. Es ist halt auch bei anderen Fluggesellschaften so, dass das gemacht werden muss, dass wenn die Anschnallzeichen kommen, dass die Crew sich sichert. Deshalb, ich bin auf der einen Seite sehr gespalten, auf der anderen Seite ist für mich aber Sicherheit wirklich doch das gewinnende Argument und deshalb sollten die Kolleginnen und Kollegen der Flugbegleiter sich da hinsetzen, in meinen Augen. Und ich denke mal, dass man auch natürlich dann den Stress hat, aber auf der anderen Seite, ja, was willst du machen? Ne? Also es ist sehr, sehr schwierig, da in irgendeiner Art und Weise Maß und Mitte zu finden. Aber da seid ihr auch mit der Frage des Tages dran. Bei der Frage des Tages, wie findet ihr
sollte es denn sein? Wie kann man beide Seiten zusammenbringen? Einmal natürlich den Anspruch der Passagiere, das Essen zu bekommen und auch einen Service zu bekommen. Man hat ja immerhin gefühlt dafür bezahlt. Und auf der anderen Seite die Sicherheit der Crews. Also da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht und was ihr dazu sagt. Aber ich habe noch eine weitere Frage des Tages. Also bleibt dran, denn die Themen, die wir haben, die sind weiter spannend und weiter interessant. Ja. Und zwar haben wir hier jetzt als Thema United Airlines. Der findet ein Passagier findet auf dem Flug Maden im Essen. Oder beziehungsweise ich habe nur eine Made gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr auf den Bildern mehr Maden erkennt. Und das ist so, dass dieses Foto, was auf Reddit zirkuliert, ist ekelhaft. Ich suche gerade das Bild. Ich muss euch das mal geben. Und zwar, das ist der erste Screenshot, ist dieser hier. Da seht ihr das. Also da seht ihr das Essen so ein bisschen aus der Ferne. Und wenn man jetzt auf das zweite Bild geht, dann sieht man das Ganze noch ein bisschen genauer. Und das finde ich schon relativ ekelhaft. Ich muss mal rüberlehnen, damit ihr mich weiter seht. Und der Kollege hat dafür 7500 Mileage Pluspunkte bekommen. Und man hat ihm auch $150 Kredit gegeben. Ich glaube, das ist okay. Aber ich denke mal, je nachdem, von wo der Flug war, ich weiß gar nicht, sagen die das, woher. Wo war das? Also steht leider nicht dabei, welcher Flug das war. Er sagt nur ein Langstreckenflug. Oh, da ist es, von Sydney nach Los Angeles. Ja, das ist dann schwierig. Also ich finde es schwierig. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass das jetzt nicht woanders auch passieren konnte. Denn auf dem Flug im Dezember 2022, da war auch dann so, dass ein Passagier ein Dental Implant, also so eine, ich weiß gar nicht, also so ein Implantat für die Zähne, also wahrscheinlich so ein Zahn oder sowas gefunden hat. Und British Airways auf dem Flug von London nach Dubai. Und dann ist es so, dass Sun Express von Ankara nach Düsseldorf im Juli 2022 geflogen ist und hat da einen Schlangenkopf im Essen gefunden. Auch ekelhaft. Und dann, Sun Express hat ja auch da Probleme gehabt mit Essen. Da ging es um Schnecken, um andere Insekten und Käfer, die da hatten. Und in 2019, da gab es Thunfisch-Sandwiches bei Air France. Die waren mit Listeria contaminated. Und das heißt also, dass die Passagiere danach dann natürlich gekotzt, ich kann wieder zurück ins Bild kommen übrigens, gekotzt haben, die Haare sind wild, gekotzt haben und Durchfall bekommen haben. Das ist natürlich auch nicht schön. Und dass diese natürlich, auch bei Condor war es so, dass da so etwas Ähnliches passiert ist. Also Condor hat gesagt, das wäre nicht deren Schuld gewesen. Aber ihr seht, es passiert öfter und es ist immer wieder ein Thema. Aber ich glaube, dass die grundsätzlich hygienisch sind. Aber es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist leider das Problem. Deshalb findet ihr die 7500 Punkte von Mileage Plus okay, $150 on top. Oder sagt ihr, nee, da muss mehr kommen. Ist Economy gewesen, so wie es aussieht. Also $150 kannst du ja schon ein hübsches Essen für kaufen. Also ich bin da etwas gespalten, aber grundsätzlich ich finde es okay eigentlich. Ist zwar ekelhaft, aber dann hätten sie ein neues Essen gegeben. Ich weiß nicht, ob ich dann noch Lust gehabt hätte, die Nudeln zu essen. Also mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich bin da jetzt erstmal raus. Wo ich auch raus bin, ist bei der United Airlines. Die haben da etwas Interessantes gemacht und zwar haben die einen überbuchten Flug gehabt und haben in der Business Class in Newark das Problem gelöst. Und zwar, sie haben zuerst natürlich angefangen, Geld zu bieten. Da sind, glaube ich, bis zu $3.000 geboten worden, $3.000. Der Flug sollte nach Dubrovnik gehen, also quasi nach Kroatien von Newark aus. Viele wollen natürlich da in Urlaub fliegen, wollen vielleicht Familie, Verwandte, Bekannte besuchen. Und dann hat man natürlich da auch keinen Bock. Und die 767-400 war überbucht. Und natürlich hat sich dann auch keiner gemeldet. Irgendwie war das dann auch so, dass die Leute
da ein Problem haben. Und jetzt gebe ich euch ein Zitat, denn ein Passagier hat etwas gehört. Und zwar, die Gate Agents haben gesagt, sie würden den Supervisor rufen, um dieses Problem zu lösen, indem sie einen Passagier als unruly claimen, also als unruly dort markieren. Und das ist halt so. Das Zitat ist auch, dass das da keine Passagiere gewesen sind, die unruly waren. Kurz nachdem das Boarding noch nicht gestartet ist, wurde die komplette Economy und die Premium Economy geboardet. Ein Paar sagte, dass sie darüber irritiert seien, dass sie viel Geld bezahlt haben, um ihren Urlaub zu verbringen und dann halt im Prinzip da jetzt nicht aufgehalten werden wollen. Also unnecessarily delayed, wie das so schön im Englischen heißt, also unnötigerweise verspätet werden. Und dann hat eine ältere Dame das auch noch bestätigt, dass das so ist. Und dann ist es so, dass sie weder aggressiv noch unruly oder physisch in irgendeiner Art und Weise aktiv geworden ist. Und dann ist das so gewesen, dass die von anderen Passagieren auch nochmal dort unterstützt worden sind, dass das alles noch okay war. Aber das Problem war, die Gate Agents haben gesagt, nee, nee, das war unruly, der Bus raus oder die muss raus. Und natürlich ist dann der Ehemann der Dame nicht geflogen. Und damit war dann der Flug mit 32 zu 34, also mit zwei freien Plätzen geflogen. Wahrscheinlich, weil der eine Platz war ein Crewrest für das Flugpersonal. Und interessant ist auch, dieses Involuntary Denied Boarding ist in den USA billiger. Ich verstehe auch nicht diese 3.000 Dollar. Ich hätte die 3.000 Dollar genommen, aber wie gesagt, wenn du zu zweit fliegst, hast du halt ein Problem. In den USA gibt es dann halt nur 1.550 Dollar Cash. Dann interessiert das ja eh keinen da, weil das nicht deren Geld ist. Das ist eh von der Fluggesellschaft. Und ich denke mal, dass so ein unruly Boarding Denial nicht wirklich problematischer ist als ein Involuntary Denied Boarding. Also das heißt, dass es alles derselbe Prozess ist. Aber ich denke mal, dass man natürlich dort jetzt einfach wirklich mal gucken muss, was da passiert ist. Also ich finde das spannend, dass andere Passagiere gesagt haben, da war nichts, da ist nichts, da gibt es nichts zu sehen, geht weiter. Und dass man da das Problem mit gelöst hat. Auch wenn man sich genau anschaut, was in New York oder in Newark auch schon teilweise passiert, dass dort Personal Passagiere anschreit und solche Sachen, dass da halt auch kurze Zündschnuren sind und so. Das ist alles nichts Ungewöhnliches, aber dass man da halt die Passagiere dann etwas etwas beschuldigt, was es nicht gibt. Und interessant ist halt auch wirklich, dass eine Zeugin gesagt hat oder ein Zeuge, dass das halt wirklich deren Plan war, zu gucken, wen können wir da als unruly brandmarken, um da rauszubekommen. Wobei ich halt auch nicht nachvollziehen kann, wie es sein kann, dass man Boardingpässe hat für den Flug, außer dass das Flugzeug vielleicht ein Aircraft Change war, dass es also auf ein kleineres Flugzeug gegangen ist. Das wäre so in meinen Augen die einzige Variante, wo dann sagen könnte, okay, die haben alle Bordkarten, aber man hat dann halt das Flugzeug nicht. Also das ist so eine Geschichte, wo man ehrlicherweise sagen muss, bekloppt, bekloppt, bekloppt. Jetzt haben wir das letzte Thema. Und ihr könnt ja noch mal beantworten, wie ihr das findet, ob man da diese, ob diese Lösung okay war. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Ich weiß auch schon, wer was schreibt. Enttäuscht mich nicht. So. Dann gebe ich euch mal ein Bild, und zwar dieses Bild hier. Kommt es, kommt es, kommt es? Ja, da ist es. Das ist ein Admirals Club in Austin, Texas. Und dieser Club ist halt so im Prinzip, dass man da reinkommt, wo man nicht unbedingt Mitglied sein muss. Und diese beiden Reisenden sind dort gewesen und haben dann halt, wie man so sieht, sechs Sitze blockiert, einmal auch den Koffer da drauf gestellt. Das finde ich eigentlich ekelhaft. Und das ist so, dass man da dann schläft.
Und interessant finde ich das halt auch wirklich, dass man da in den Club so reinkommt, ohne dass man Mitglied ist. Und das waren keine Mitglieder. Ich weiß nicht, wie die das verifiziert haben, ob das Mitglieder sind oder nicht. Aber an dieser Stelle muss man dann ehrlicherweise sagen, sind wohl keine Mitglieder, hofft man. Und wie findet ihr das? Eine mögliche Entschuldigung ist, dass es so war, dass der Flug, beziehungsweise das Unwetter war und die Flüge nicht rausgegangen sind. Und dass die dann Leute natürlich zum Schlafen waren. Ich persönlich, ich habe das mal in Brisbane gemacht. Da bin ich auch reingeflogen aus Auckland. Hatte dann irgendwie 10 Stunden, bis mein Flug dann weiter nach Dubai gegangen ist. Und ich bin dann in der Lounge und dann habe ich hinten in der Lounge 2 Stühle zusammengeschoben, diese Fußablegedinge zusammengeschoben. Und die Dame, die in der Lounge war, hat gesagt, ich mache dir hinten noch das Licht aus. Das heißt also, ich war ganz hinten in der Ecke und die Lounge war leer. Ne? Nur in dem Fall war es wohl so, dass die Lounge voll war. So habe ich zumindest nur 2 Sitze blockiert. Die haben dann 6 Sitze blockiert. Das fand ich natürlich relativ unentspannend, wenn ich das so sehe. Und was auch spannend ist, wie können die schlafen, wenn das so laut und voll ist in der Lounge? Also irgendwas in der Geschichte ist halt uninteressant, aber auch hier könnt ihr jetzt schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr solchen Lounge-Abuse gut findet oder nicht. Und kommentiert, schreibt, macht, tut, beantwortet die Fragen des Tages. Also einmal hatten wir ja die Geschichte, wie findet ihr den Spagat bei Singapore Airlines in Bezug auf Service und Sicherheit der Crew? Und dann natürlich auch das andere nochmal, das Maden-Thema interessant. Da will ich mal eure Meinung hören, ob ihr mit der Kompensation zufrieden seid. Und natürlich auch die Creative-Lösung, also die kreative Lösung zum Überangebot an Passagieren beim Boarding, wie man die Leute dann rauskriegt, indem man einfach anruft, die sagt, nur weil jemand gefragt hat oder gesagt hat, was sind das hier für Zögerste? Wir waren nicht dabei, aber auch egal, wie man das sagt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine ältere Dame da so unruly ist. Aber die heutige Sendung wieder am Ende, die Haare einigermaßen durchgehalten. Also insofern danke ich euch, dass ihr dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und ich freue mich, euch zu sehen. Bis dann und Abspann für euch an dieser Stelle. Also bis dann, ciao. Thank you.